Heutzutage ist es nicht ganz einfach, den idealen Partner zu finden. Und darum gibt es viele Leute, die online ihr Liebesglück versuchen. Aber das ist halt schwer, bei all diesen Single- und Partnerbösen den Überblick zu behalten. Darum gibt es jemanden oder etwas, das da ganz gut rauskommt. Das ist singlebörsen-vergleich.ch. Eine Seite, die das Ganze mal unter die Lupe genommen hat. Und hinter dem steht Daniel Balzer. Und er wird uns heute in die Welt von Parship, eDarling und Co. einführen. Hallo Dani, schön, Hoi. Dass du bei uns bist. Und für die, die jetzt noch nicht ganz rausgekommen sind, was singlebörsen-vergleich.ch ist, für die haben wir jetzt hier eine kurze Erklärung. Bevor ich im Internet nach einem Partner gesucht habe, habe ich mich erstmal ausführlich informiert. Welche Singlebörse passt zu mir? Worauf muss ich achten? Und dann hat's geklappt. Vergleichen auch Sie. Gehen Sie jetzt auf singlebörsen-vergleich.ch. Et voilà, also mit den Single- und Partnerbösen miteinander vergleichen. Dani, gell, das stimmt so? Ja. Und jetzt für die, die vielleicht außen nicht verstehen, was ein Single- oder ein Partnerbösen ist, kannst du das schnell erklären? Ja, natürlich. Das ist eigentlich die älteste Sache der Welt. Die klassischen Partner- und Singlebörsen, die waren früher die Heiratsvermittlungsagenturen oder der Tanztee. Am Samstag, am Sonntag, man traf sich zum Tanztee. Heute ist das einfach alles in die digitale Welt übertragen. Und das nennt sich, am Anfang war es nur eine Partnerbörse. Das sind so die Anfangszeiten. Nachher haben sich immer mehrere darauf spezialisiert, auf verschiedene Sachen. Heute gibt es Datingportale en masse, wie Singlebörsen, Partnerbörsen, Seitensprungagenturen. Was man eben möchte, man findet alles im Internet, jede Neigung, alles wird bedient. Man muss nur suchen. Und wir helfen etwas dabei, den Überblick zu behalten. Okay. Für die da draußen, wo vielleicht jemand von euch mal online den Partner gesucht hat und gefunden oder hat vielleicht ein ganz schlechtes Erlebnis gehabt, das könnt ihr uns alles erzählen auf choice.ch/onair in unserem Chat und da könnt ihr auch jede Frage an Dani stellen zu dem Thema heute Abend. Und wir haben natürlich auch ein Voting für euch. Wir wollen nämlich von euch wissen, sind ihr bei einer Partnerböse angemeldet? Bist du bei einer dabei? Da könnt ihr drei Sachen auswählen als Antwort. Ihr könnt sagen, ja, weil ich hoffe auf die grosse Liebe. Ihr sagt, ja, aber nur für Sexdates. Oder ihr sagt, nein, da tummeln sich mega viele Vollidioten umeinander, mit dem möchte ich nichts zu tun. Joyce.ch/onair ist der Ort dafür. Dani, jetzt, heute, wenn ich zum Beispiel Fernsehen schaue, gibt es ja auch mega viele so Werbungen für Parship und alles drum und dran. Es hat ja einen rechten Boom erlebt, oder? Einen rechten Boom, ja. Das kann man jetzt aber nicht an der Werbung eigentlich nochmal messen. Also die Werbung, okay. Einer von den Großen, von den, ich sag mal, von den Leadern im Internet, in der Branche, hat irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt mal Offline-Werbung, okay. Im Bahnhof, Plakatwerbung etc. Dann müssen die anderen Großen natürlich auch. Das Budget ist ja da, die Umsätze steigen Jahr für Jahr in der Branche. Wir sehen es eigentlich gerne. Es macht Spaß, da mitzuarbeiten und die redaktionelle Arbeit dahinter zu machen. Alle immer schön, ganz genau zu vergleichen. Ja. Wer ist gut, wer ist schlecht? Mhm. Wer bringt es wirklich? Und okay. Also gibt es wegen der Werbung in dem Fall jetzt einfach mehr im Boom oder hat es das schon immer gegeben? Also warum ist jetzt das so gekommen? Naja, am Ende ist es ja die älteste Sache der Welt. Ja. Und der Boom ist eigentlich schon immer da gewesen. Internet macht es einfach nur unheimlich einfach. Im Internet ist eigentlich jeder Abend, Samstagabend Ausgangstime. Man sitzt zu Hause, inkognito, mit seinem iPad, ja. Je nachdem was. Und man kann sich einfach ganz frei bewegen. Das macht das Internet einfach unheimlich leicht, sich auch mal so ein bisschen mit einem Synonym online zu bewegen. Und es ist einfach einfacher, als jeden Abend in die Beiz zu gehen. Ja, mit Hause zu gehen, ja, völlig. Ich habe auch so ein bisschen online herumgeschaut und mir ist aufgefallen, es gibt Single-Börsen und Partnervermittlung. Also da gibt es schon eine Unterscheidung, oder? So zwischen Börse und Partnervermittlung, oder? Ja, Single-Börse, sage ich jetzt mal einfach so, das ist wie eine Börse, so alles durcheinander, nicht so gut sortiert. Okay. Man wie in einer Disco einfach so 1000 Leute dort, mal schauen, wer alles da ist. Ja. Kann mich sozusagen sehr frei bewegen. Und die wirklichen Partnerbörsen, da ist so die älteste eigentlich, die seriöseste auch im Netz, Parship.ch. Die machen das wirklich ganz seriös. Die wollen, dass der Kunde wirklich auch den Partner dann findet. Mhm. Und machen das mit einem ganz tollen Matching, wenn man sich da wirklich vernünftig und ehrlich auch anmeldet. Ja. Wenn ich nicht 20 bin und sportlich, dann muss ich das nicht reinschreiben. Dann findet man dort wirklich, wenn man dann wirklich mal jemanden trifft, auch der, das ist eigentlich wie der Bruder teilweise. Das ist echt cool.